Hi und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute habe ich vor, euch mal die aktuellen 2020er McCafé McDonald's Tassen zu zeigen. Vorab will ich sagen, durch die Corona-Zeit sind die relativ schwer zu kriegen, weil viele McDonald's-Filialen die überhaupt nicht auf Lager haben. Ja, und einige verkaufen die auch nicht im McDrive, und da ja bei vielen Filialen momentan nur diese offen hat, ist es sehr schwierig. Aber bevor wir die zu den neuen kommen, wollte ich euch noch mal kurz ein paar alte zeigen, die ich noch so im Schrank gefunden habe. Zum Beispiel, das sind meine ältesten. Und zwar steht immer unten drauf, von wann die sind. Die hier sind jetzt von 2010. Erkennt man es? Von 2010. Da habe ich noch zwei Stück. Ich weiß, da hatte ich auch viel mehr, aber die gibt es anscheinend nicht mehr. Dann habe ich gesehen von 2012. Das sind die, da habe ich auch noch zwei Stück davon. Die fand ich immer relativ schön. Die habe ich jetzt noch in Rot und Grün. Diese ist von 2018. Da habe ich allerdings leider nur noch eine einzige davon. Die anderen sind kaputt gegangen. Das sind richtig schöne große Humpen. Liebe ich. Diese hier, da habe ich sogar noch eine verpackte. Die sind von vergangenem Jahr, 2019. Die fand ich auch richtig cool, auch wieder so Humpen. Haben wir hier einmal in Pink, Kaffeehack steht da drauf. Und diese hier, die sind ja auch immer in so coolen Kartons drin. Espresso Yourself in Orange, Aprikotfarben. Die sind auch richtig geil gewesen. So. Aber nicht lang schnacken, würde ich sagen, kommen wir zu den aktuellen. Da sind sie. Diese hier. Optisch die Kartons schon mal richtig schön. Diese vier Farben gibt es in Deutschland. In Österreich gibt es noch vier weitere Farben. Das kann ich euch nachher mal kurz einblenden, und dann würde ich sagen, gucken wir die uns jetzt mal nacheinander an. Also das hier ist die gelbe, Good Cup Hashtag, oben kann man auch, wenn man so verschenkt, noch was draufschreiben, und dann sieht das Ganze so aus. Das ist so, ja, Keramik, Steingut, ja, ich würde eher sagen, es ist ja, doch, es ist schon Keramik. Aktuell von 2020. So sieht man es besser. Und das Highlight, da steht sogar innen drin, McCafé und dieses Hashtag Good Cup, was immer auch hier auf der Kiste steht. Dann war das mal die gelbe. Kommen wir jetzt zu der rosanen. Die Coffee Queen. Also den Spruch finde ich richtig cool. Die ist auch echt wunderschön. Die ist auch, also geriffelt, so sehen die alle aus. Und da steht auch wieder hier drin, McCafé Coffee Queen. Richtig cool. Und die blaue, das ist meine Lieblingstasse. Das ist der Espresso King. Die sieht so aus. Also die liegen auch gut in der Hand. Sie sind, ich würde sagen, für eine Frauenhand ein Ticken zu groß. Also von Durchmesser her. Weil ihr seht, ich habe relativ große Hände und ich komme gerade so halb rum. Weil sie haben ja keinen Henkel. Und hier auch wieder der Espresso King. Also das mit dem Hashtag finde ich schon einen coolen Einfall. Ich lasse mal oben draufstehen.
alle. Die vierte ist zu der gelben Good Cup, die Bad Cup. Die ist so mintfarben. Finde ich auch echt eine ganz coole Farbe. Leider sieht die Verpackung von der Farbe her besser aus wie die Tasse an sich. Also das ist schon ein großer Farbunterschied, weil ich würde sagen, die Tasse ist schon fast grün. Also da steht hier auch Bad Cup in der Tasse. Ja, also die finde ich ist schon eine coole Sache. So, sehen sie nochmal aus, alle nebeneinander. Und ja, also wie gesagt, für eine Männerhand okay zum Greifen, für eine Frauenhand finde ich sie etwas zu wuchtig, zu groß geworden. Die anderen Farben, die es noch in Österreich gibt oder gab, die gibt es dort glaube ich jetzt aktuell nicht mehr, blende ich euch jetzt mal hier ein. Die hätte ich auch noch sehr gerne, aber da ja die Grenzen auch momentan zu sind, ist es schwer da dran zu kommen. Leider, leider, wenn jemand weiß, wie ich da dran komme oder ob, wenn die jemand hat und verkauft die, kann sich gerne mal im Kommentar drunter bei mir melden. Die würde ich auf jeden Fall gerne noch haben. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Tassen, wenn ihr die habt, bekommt oder wie auch immer. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Macht's gut. Ciao.